بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, ich wollte ein kurzes Statement geben zu dem tragischen Ereignis, das in Holland passiert ist, wo einige marokkanische Jugendliche einen Schiedsrichter oder einen Linienrichter totgeschlagen haben wegen einem Fußballspiel. Und ich wollte da einige Aussagen zu machen. Erstmal, wir als Muslime, ich glaube, dass es keinen Muslim gibt, der Zweifel daran hat, dass sowas natürlich nicht erlaubt ist. Ja. Aber trotz alledem sehen wir leider immer wieder, dass es Muslime gibt, die mit Gewalt auffallen. Vor allen Dingen, wenn es so eine extrem unnötige Gewalt ist, zum einen Fußballspiel geht. Ja. Und ich möchte sagen, ja, man fängt dann oft an, irgendwelche Erklärungen zu suchen. Ja, guck mal, vielleicht haben die eine schwere Jugend gehabt, vielleicht fühlen sie sich ausgegrenzt, vielleicht dieses, vielleicht jenes und wer weiß, wo die Gewalt herkommt. Dieses ganze sozialpädagogische Quatsche ist alles für die Katze und es ist alles Quatsch. Fakt ist, wer so ein Verbrechen begeht, ist selber schuld. Und er braucht das keinem anderen in die Schuhe zu schieben. Und ich muss es hier leider sagen, und das gilt an die muslimischen Brüder und auch an die muslimischen Schwestern, dass diese Gewalt, die von jugendlichen Muslimen ausgeht, der Faktor ist, der am meisten zu Islamhass führt. Am meisten. Und ich rede hier wirklich aus Erfahrung. Erstmal, ich selber, ich war ein Nicht-Muslim gewesen. Und hätte ich nicht die Kraft und auch die Motivation dazu gehabt, zu differenzieren, hätte ich nicht auch viele muslimische Freunde gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich, dann wäre ich vielleicht heute, natürlich, Alhamdulillah, Allah hat mich recht geleitet, vielleicht auf der anderen Seite. Weil ich kann euch sagen, wir sind damals mit der Fußballmannschaft gefahren. Und man muss es einfach beim Namen nennen. Ja? Deswegen möchte ich weiter sagen, wir sind damals mit der Fußballmannschaft zu verschiedenen Mannschaften gefahren. Und jedes Mal, wenn man dorthin gefahren ist, zu einer Mannschaft, zu einem Gebiet, wo hauptsächlich, ich sage ganz klar beim Namen, Türken oder Marokkaner wohnen, ja, dann waren wir bewaffnet. Weil wir wussten, dass es dort wahrscheinlich wieder Ärger geben wird und dass es da Leute gibt, die sich benehmen wie die letzten Asozialen. Und die meisten Anti-Islam-Aktivisten, das sind Leute, die irgendwann mal die Fresse poliert bekommen haben. Ja, da hat zum Beispiel ein Bruder, der hat zum Beispiel mit einem Aktivisten von Pro-NRW oder beziehungsweise von German Defense League geredet, ja. Er hat ihm das erzählt, dass er Probleme immer hatte und ja, blöd angemacht worden ist und so weiter und so fort. Ja. Und das ist etwas, was dazu führt, weil diese Leute nicht die Kraft haben zu differenzieren und einfach nicht verstehen, dass man das Auto nicht am Fahrer messen kann. Und dann kommt natürlich die Unehrlichkeit dazu. Das heißt, dass jemand unehrlich ist, der möchte sich das einfach nicht eingestehen, dass diese Jugendlichen, die sowas machen, mit dem Islam meistens überhaupt nichts zu tun haben. Es kommt ja keiner auf die Idee und sagt ja, im Koran steht, schlag den Linienrichter K.O. oder schlag den Linienrichter tot. Ja, natürlich, dann werden die Islamfeinde wieder mit irgendwelchen Versen kommen, die völlig aus dem Kontext herausziehen, ja, die was mit einem Schlachtfeld in einer Kriegssituation zu tun haben und die wollen das dann auf ein Fußballspiel beziehen. Ja. Aber es ist einfach so. Deswegen muss sich jeder darüber im Klaren sein, wenn man hier schlechte Dinge macht, Leute abzieht, zusammen, Leute zusammenschlägt, ja, Bandenkriege etc., Prostitution, Raub, in der Disco und in der Disco Leute anpöbeln. Alle diese Sachen, ja, sind nicht nur eine Sünde, aber die führen auch dazu, dass diese Leute sich vom Islam entfernen und die versuchen, diese Gewalt mit dem Islam zu erklären. Dass dann kommen noch die Medien dazu. Ah, guck mal da in Pakistan.
Ah, guck mal da hin und her. Genau wie jetzt in Ägypten, wo so dargestellt wird, als wenn die Gewalttäter die Muslime seien. Ja, was natürlich absolut nicht der Fall ist. Aber deswegen muss man einfach vorsichtig sein. Ja, natürlich, wenn man über einen lügt, keiner kann was dafür, wenn über einen Lügen erzählt werden. Aber solche Sachen passieren halt einfach. Und man weiß ganz genau, und ich sage es nochmal, damals für uns war das teilweise ein Spießrutenlauf, wenn wir zu bestimmten Mannschaften gefahren sind. Spießrutenlauf. Und ich weiß ganz genau, wie dann einige Leute angefangen haben, ja, auf einmal die bösen Onkels zu hören und sich damit identifiziert haben. Ja. Und heute wird das halt alles von den Islamfeinden genutzt. Ah, was ist das? Und die lügen natürlich dann auch. Erzählt zum Beispiel einer, und ich würde wirklich gerne wissen, das ist aber dann gelöscht worden von der Redaktion, bei einer Zeitung, da hat einer geschrieben, ah, das ist das, was der Pierre Vogel lehrt. Solche Lügner sind das. Ja, wir haben tausendmal schon gegen solche Arten von Gewalt gerieben. Alle unsere Anhänger, ja, ich sag mal Anhänger, haben nie solche Gewalttaten verübt. Ja, ohne Sinn und Verstand. Da muss man ganz einfach sagen, sondern es wird uns in die Schuhe geschoben. Es ist eine pure Lüge und es gibt dafür keine Beweise. Man muss für Allah subhanahu wa ta'ala die Faust in die Tasche tun. Das ist ganz wichtig. Und man muss sich zusammenreißen. Man muss wissen, dass das Fehlverhalten später dem Islam zugeschrieben wird. Ja, das muss man ganz klar und deutlich sagen. Und dann kommen natürlich dann irgendwelche Leute und versuchen uns irgendwas in die Schuhe zu schieben. Wir haben immer mit den Leuten, wir haben nie jemanden geschlagen, wir haben nie jemanden abgezogen. Wir haben noch nicht mal Fäkalsprache benutzt, wenn wir mit Leuten geredet haben. Ja, das wollte ich nur mal hierzu gesagt haben, zu diesen ganzen Lügen. Und man muss wissen, wenn man über uns Lügen erzählt, der jüngste Tag wird kommen. Das gilt sowohl für Muslime als auch für Nicht-Muslime. Man wird sich irgendwann wundern wegen den ganzen Lügen, die erzählt wurden. Ich kann hier nur noch mal sagen, ja, haltet euch von diesen Gewalttaten fern. Versucht bei euch in eurer Umgebung, versucht euch in Wohnung zu treffen, gemeinsam zu lernen, Ziele zu haben. Das ist unheimlich wichtig, liebe Geschwister im Islam. Gemeinsam Ziele haben, etwas zu lernen, versucht Street-Dawah zu machen. Ihr könnt beispielsweise bei uns ja, Hefte, Bücher, Broschüren abholen, kostenlos und verteilen. Ja, das ist alles kostenlos. Deswegen, wer bei euch, wenn ihr macht bei euch Street-Dawah, versucht die jugendlichen Muslime auf die richtige Bahn zu bringen. Das ist ganz wichtig. Und inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Möge Allah uns subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Amin. Und mach Dua für die Lage, die es hier in Ägypten momentan gibt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.